Bisher haben wir eine Drehung von Punkten immer nur um das Zentrum Z gemacht. Und jetzt tun wir es mal um einen beliebigen Punkt drehen. Nämlich also das Zentrum außerhalb von 0, 0. Also Zentrum liegt bei 5, 1, Punkt P bei 9, 3 und Alpha gleich 50 Grad. Heißt also genau das hier. Wir haben Zentrum hier dran, Punkt P hier. Und wenn wir das Ganze zeichnen täten, um 50 Grad würde P' hier landen. So, und jetzt wollen wir die Koordinaten von P' berechnen. Wir wollen hier drauf kommen. Gut. Wir wissen tatsächlich nicht, wie man mit z das in eine allgemeine Formel bringt, aber wir machen einen Trick. Wir tun einfach so, als wäre z hier dran. Und dann ist die Frage, wo, wenn ich dieses Punkt z hier rüber verschiebe, wo würde dann parallel dazu mein Punkt p landen? Ja, das muss ich mal ausrechnen, indem ich den Vektor zp berechne. Ja, weil wenn ich das weiß, weiß ich auch, wo ich da hier hin muss. In dem Fall ist es der Vektor 4, 2. Heißt also, ich erhalte hier einen neuen Punkt 4, 2. Ihr werdet jetzt bestimmt sagen, das ist sinnlos, weil eigentlich ist es ja nicht das gleiche wie da drüben. Das stimmt. Aber mit diesem Trick hier werden wir aufs Ergebnis kommen. Also, wir haben jetzt einen Punkt Q, der an unserem beliebten Zentrum 0, 0 gedreht wird, um 50 Grad auf Q'. Dieses Q', die Koordinaten können wir jetzt ausrechnen mit unserer Drehmatrix. Also Cosinus 50 Grad und so weiter. Und hinten dran dieses ZP', das ich hier brauche. Ja? Also, das sind ja bekanntermaßen die X-Koordinaten und Y-Koordinaten von meinem Drehpunkt. Wenn ich das Ganze könnte ich jetzt theoretisch ausrechnen und ich würde die Koordinaten von Q' bekommen. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich denn wieder zurück von Q' nach P'? Also, ich müsste jetzt eigentlich von den Koordinaten 0 Q' irgendwie schauen, dass ich noch auf Q, mit Q' P' diesen Vektor rauskriege. Den da oben wäre ich schlecht rauskriegen, aber ihr seht schon, das ist doch der gleiche Vektor wie der hier unten, 0z. Und den Vektor 0z, den kann ich bestimmen, den kann ich sogar ablesen, denn das ist ja nichts anderes als die Punktkoordinaten von z selber. Heißt also, wenn ich zu diesem Vektor 0q' diesen Vektor 0z dazu addiere, dann erhalte ich meinen Vektor 0p', also das hier. Also 0p' ist dann quasi die Reihenfolge. Hinten dran einfach nur noch der Verschiebungsvektor dazu addiert. Und das kann ich berechnen. P' 6,04, 5,35. Das Ganze bitte jetzt ins Themenheft und dann eigenständig die Aufgaben drunter.